Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Factsheet Video. In diesem Video geht es um den Gülletank und den Gülleverteiler von einerseits der Firma Wenhuis und andererseits der Firma Bommech. Ich habe mich entschieden, die beiden zusammen zu machen in einem Video, weil die Geräte ja sehr eng zusammenhängen. Das ist ja wie Mähdrescher mit Schneidwerk oder so. Ja, also hier ist das Orangene, ist unschwer zu erkennen, ist der Gülletank. Und da braucht man 220 PS, um den zu betreiben. Es passen 20.000 Liter rein, er fasst Gärreste und Gülle, wie gehabt, kostet 120.000 Euro. Man kann 16 Stundenkilometer schnell damit arbeiten und er wiegt 9,7 Tonnen. Und hier der Schleppschuhverteiler von der Firma Bommech, der wiegt auch nochmal 3 Tonnen. Man kann auch 16 Stundenkilometer damit arbeiten und er kostet nochmal 69.500 dazu, zu dem anderen, und hat eine Arbeitsbreite von 21 Meter. Ja. Und hier kommen wir zur Herstellerseite. Links zu beiden Herstellerseiten findet ihr wie immer unterm Video, damit ihr euch das nochmal in Ruhe angucken könnt. Ja, das ist hier die Premium Line Integral. Tandem auch noch mit 14.850 bis 20.000 Liter Vakuum. Also die 20.000 bezieht sich auf die 20.000 Liter, die reinpassen. Jo, hier schöner Gülletank. Und diese Güllefässer von Wenhuis setzen neue Maßstäbe in Sachen Effizienz, Flexibilität und Komfort. Das ist doch toll. Das wollten wir schon immer haben. Aber Güllefässer sind ja durchaus beliebt, zumindest bei einigen LS-Spielern. Und es gibt ja sogar ein Güllefass als Vorbestellerbonus. Ich glaube von Klaas oder so. Habe ich bisher immer so weggeguckt, so nach dem Motto, ach, das interessiert mich nicht. Aber Güllefässer spielen ja schon eine wichtige Rolle in der Landwirtschaft. Zumindest in Gegenden, wo viel Tierhaltung betrieben wird. Da sieht man das im Einsatz. Jo, schön orange. Und da in verschiedenen Varianten. Und ja, hier sieht man auch, was die sonst noch so haben. Tridem, also da ist noch eine Achse mehr dabei. Schlitzgeräte haben die auch. Ja, und ein Pumptank. Und ich wollte wissen, was das hier eigentlich für eine Firma ist. Bin ich wie üblich zur Geschichtsseite gegangen. Und hier sieht man auch die Adresse. Es ist eine holländische Firma und der Name deutet ja auch schon darauf hin. Und da sieht man hier so etwas ältere Bilder. Und vom Schmied bis zum Hersteller von fortgeschrittenen Landmaschinen. Die Geschichte von Wenhuis Machines stammt aus dem Jahr 1938, dem Jahr, in dem Theo Wenhuis seine Schmiede in Ralte begann. Jo, zuerst hat er traditionell geschmiedet und dann nahm das Ganze seinen Lauf, wie üblich. Und hier Manure Matters, also sowas wie auf die Gülle kommt es an. Wenhuis Machines hat sich im Laufe der Jahre als Spezialist auf dem Gebiet der Wettbewerbsfähigkeit entwickelt. Okay, ich dachte eigentlich, dass die sich auf dem Gebiet der Gülleverteilung spezialisiert haben. Aber nein, eigentlich ist es die Wettbewerbsfähigkeit, in der sie sich entwickelt haben. Aber ich meine, es ist ja ziemlich klar, die
kümmern sich hier stark um Gülle in jeder Hinsicht. Ja, und erstaunlicherweise ist dieser Schleppschuhverteiler, den wir dazu kriegen, nicht von Wenhuis. Aber das liegt vielleicht auch daran, wenn man hier guckt, die haben irgendwie Schlitzdinger. Meine Güte. Da, Schlitzgeräte haben die. Pumptank. Aber von Schleppschuhverteilern habe ich hier jetzt nichts gelesen. Ja, und vielleicht sind die Schleppschuhverteiler von Bomech besonders gut und darum gibt es die in Kombination mit dem Wenhuis Gülletank. So, hier sieht man den, den wir kriegen, den Schleppschuhverteiler. Solche Schleppschuhverteiler hatten wir ja auch schon im früheren LS an den Güllewagen dran, teilweise als Option und teilweise schon direkt mitgeliefert. Jo, gibt's in der Breite 21 Meter und 24 Meter. Was kriegen wir nochmal? 21 Meter. Also den kleineren von diesem tollen Multiprofi. Ja, da sieht man ihn auch im Einsatz. Und hier gibt es noch viele schöne Zahlen. Und die Firma Bomech ist ein niederländischer Hersteller von Schleppschuh- und Schlitzschuhverteilern. Das heißt, die haben sich spezialisiert nicht nur auf das Thema Gülle, sondern die machen vom Thema Gülle nur diese Verteiler. Ich meine, dadurch können die das dann bestimmt besonders gut. Und ist auch ein holländischer Hersteller. Ich könnte mir vorstellen, dass die ziemlich oft kombiniert werden, diese Wenhuis Tanks in Kombination mit Bomech Schleppschuhverteilern. Jo, dann wollte ich auch mal wissen, was kriegen wir noch von denen? Von Wenhuis, das hier ist der 20.000er, den haben wir vorgestellt gekriegt. Und wir kriegen auch noch den 30.000er. Der wird dann bestimmt noch teurer. Und von Bomech wollte ich auch mal gucken. So, da. Das ist hier der 2115. Das ist der, den wir hier vorgestellt gekriegt haben. Und wir kriegen außerdem noch einen anderen, den Multi 4XL. Der hat sogar eine Arbeitsbreite von 30 Metern. Also wir kriegen das Ganze noch mal eine Nummer größer sozusagen. Und jetzt gucken wir noch mal im LS19, denn da hatten wir von Wenhuis auch schon was. Und zwar den 30.000 Liter Tank. Premium Integral. Na, da muss ich gerade mal schauen, ob der neue, der Moment, könnt ihr gerade nicht sehen. Wenhuis. Ja, der heißt auch Premium Integral. Der, den wir im LS22 kriegen. Das ist also der große, den wir auch im neuen LS kriegen. Und da ist aber schon ein Jo, Schleppschuhverteiler oder ein Schlitzverteiler oder so. Ihr wisst da, also nicht alle von euch, aber einige von euch wissen bestimmt ganz genau, was das ist und was die feinen Unterschiede sind und so. Der Name sagt sie auch zum Teil schon. Ja, und er hat eine Arbeitsbreite von 30 Metern mit diesem Verteiler. Das ist also schon damit integriert. Bei dem im LS19. So. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt doch einen ganz netten Einblick gekriegt, was es hier mit diesem Güllefass auf sich hat. Und mir leuchtet es auch ein, dass der 20.000er vorgestellt wird, weil wir den 30.000er ja schon hatten im LS19. Und aber wenn man das hier zusammenrechnet, 120.000 plus 69.000, ist es in Summe teurer als das Gesamtpaket aus dem LS19, das aber breiter und größer war.
Also die Inflation hat hier zugeschlagen. Okay, so viel zur Gülleverteilung von Wenhuis und Bomech. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.